Heute testen wir für euch zwei Sekt aus dem Supermarkt. Bis gleich. Hey liebe Weinfreunde, ich bin Katja, ich bin Johannes und heute testen wir zweimal Sekt aus dem Supermarkt. Genau, ich war einkaufen bei Rewe diesmal und habe mich mal umgeschaut, was bekommt man für ordentlichen Sekt hoffentlich bei einem vernünftigen Preis noch. Wir haben einmal, glaube ich, hat jeder schon mal gesehen, Henkel, hier in der Ausführung Brut, weil wir das Ganze für ein bisschen vergleichen wollen mit hier drüben Geldermann, was auch ein Brut ist. Katja, magst du erklären, was Brut bedeutet? Brut ist die Steigerung von Trocken. Steigerung in welche Richtung? Nach Trockener. Am trockensten praktisch. Ja, aber es gibt ja noch mehr als Brut. Ja, genau, richtig. Deswegen ist es nicht am trockensten. Richtig, genau. Liebe Freunde, an der Stelle kurze kleine Erklärung dazu, während ich schon mal aufmache, den ersten. Kann man den Brut beide gleichzeitig aufmachen? Können wir auch, natürlich. Wir machen das auch. Wir machen das jetzt. Nee, Freunde, Wein, wenn der trocken ist, dann schreibt das deutsche Weingesetz vor in Einklang mit dem europäischen Weinrecht, dass ein Wein nur dann trocken sein darf, wenn er weniger als, um nicht zu kompliziert zu sein, weil das ist nämlich sehr kompliziert, die Ausführung, wenn er weniger als 9 Gramm Zucker hat. Bei Sekt ist das Ganze jetzt ein bisschen anders. Ein Sekt darf trocken heißen, wenn er weniger als 17 Gramm Zucker hat. Also das ist schon deutlich mehr. Und bei Sekt gibt es dann die meisten Sekte oder vor allem Champagner eigentlich wird abgefüllt als Brut. Das sind dann weniger als 12 Gramm. Das heißt also, wenn man gern trockenen Wein mag, dann ist eigentlich in der Sektwelt das Pendant dazu eigentlich Brut, weil das sind, wie gesagt, maximal 12 Gramm und trockener Wein ist maximal 9 Gramm. Wenn auf einem Sekt trocken draufsteht, dann sind es, wie gesagt, maximal 17 Gramm, also locker mal doppelt so viel wie ein trockener Wein. Also ich habe früher immer Rotkäppchen mild gekauft. Ja, genau. Mild, mild ist ungefähr ein Begriff, der sagt ungefähr gar nichts aus. Ja, aber den kann man halt leichter mitzischen. Der hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie Rotkäppchen das handhabt. Weil mild ist überhaupt kein Begriff irgendwie aus dem Weinrecht oder sonst was, der irgendwo sonst verwendet wird. Aber ich würde mal denken, dass er einfach nur weniger Säure hat. Ja. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingegangen sind. Der Henkel kostet, je nachdem, ob ihr ein Angebot kriegt oder nicht, irgendwas zwischen 4 und 6 Euro. Normalerweise. Ein Wert zwischen 8 und 10. Der Geldermann kostet irgendwas zwischen, ich meine, 7 und 10 Euro, je nachdem, wo ihr ein Angebot bekommt. Aber was ich so süß finde, ist gerade, also praktisch, wir haben hier einmal vom Henkel einen silbernen Verschluss und einmal einen goldenen Verschluss, so richtig für teuer und günstig. Genau, teuer und günstig. Also, gib mal her dein Gläsle. Dann machen wir jetzt hier erstmal einmal. Sind, nur falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ist beides deutscher Sekt und der Katja ging es zum Beispiel so, als sie mich kennengelernt hat, sie wusste gar nicht, dass Sekt und Wein, dass das irgendwie so eigentlich so richtig zusammengehört. Ja, so. Für mich ist ein Sekt und ein Wein ist ein Wein, ja. Aber anscheinend ist Sekt auch ein Wein. Genau, also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Sekt ist eigentlich nichts anderes als Schaumwein. Also in Deutschland hergestellter Schaumwein nennt man normalerweise Sekt. In anderen Ländern gibt es dann regionale Bezeichnungen, wie zum Beispiel Prosecco, in Frankreich gibt es den Cava. Es gibt im englischen Sprachgebrauch natürlich grundsätzlich den Sparkling Wine. Aus Frankreich gibt es Cremant oder aus der Champagne dann Champagner. All das ist aber Schaumwein. Na gut. Also mehr oder weniger ganz flach ausgedrückt Wein mit Kohlensäure. Also, cheers. Hast du jetzt noch aufgepasst, was das ist? Die zwei sind die teuren. Der hat aber eine dichtere Farbe, gell? Also ja, das siehst du schon. Das siehst du sofort viel wässriger aus. Aber weißt du, was komisch ist? Guck mal, wie der sprudelt. Und wie der, also ich meine... Der sprudelt kaum, ja. Ich muss irgendwie vernünftig positionieren. Wieso? Nee, warte mal. Also hier, genau. Innen ist der Geldermann und außen ist praktisch der Henkel. Vielleicht so irgendwie für die bessere Identifikation. Wieso? Man, das sieht man doch. Das riecht man schon. Alter, das... Jo. Da steigt dir die Kohlensäure in die Nase. Da steigt Kohlensäure in die Nase. Das mag die Nase nicht so. Also bei dem, der ist, guck mal, der sprudelt gar nicht mehr. Der ist fast wie so ein Dessertwein. Hm. Nee, wie heißt das? Was haben wir letztens getrunken? Was meinst du? Wir haben noch im Hotel letztens so ein Wochenende diesen kleinen Eiswein. Eiswein? Der war so süß. Mhm. Der war sehr süß. Ich finde, der riecht ein bisschen danach. Oh ja. Der schmeckt mir. Hm. Hätte ich nicht gedacht. Der sieht voll irgendwie aus, als würde der nicht schmecken. Echt? Warum? Ja, weil die Flasche sieht irgendwie so altbacken aus. Schon, gell?
Sieht schon aus wie so richtig so eine alte Herrenflasche. Ja, ja, genau, richtig, wie bei Oma. Ich sehe auch gerade, er behauptet zum Beispiel zarte Noten von Birne und Quitte. Ja, sehe ich voll, ja. Voll. Also selten, ich glaube, ich habe selten eine Labelbeschreibung gelesen, dermaßen offensichtlich zutreffend ist. Also den würde ich jetzt auch nicht mit einem Aperol mixen. Halleluja. Halleluja. Der wäre mir jetzt schon wirklich zu schade dafür. Normalerweise bin ich da nicht so. Der ist total süßlich, gell? Also der hat so eine süßliche Note. Ja, total. Das ist nämlich die Sache, Leute. Also, wisst ihr, so, von so vielen von euch höre ich das irgendwie so, ich mag lieber süßen Wein, ich mag lieber süßen Sekt. Jetzt haben wir hier ein bisschen was Süßes und trotzdem trocken. Richtig, also Brut. Dieses Brut, richtig, Brut. Das hat... Brut. Also, manchmal gibt es auch Langläufe irgendwie so ein Missverständnis, was ist denn süß und was ist trocken? Also, wenn man sagt, ein Wein ist trocken, dann hat es überhaupt nichts damit zu tun, dass der Mund dass er dir quasi deinen Mund austrocknet. Genau, aber man denkt nicht. Das. Richtig, das denkt man manchmal, ja. Also jemand, der es nicht weiß, diese Begriffe Brüt, trocken, halbtrocken, das ist einzig und allein eine Bezeichnung dafür, wie viel Restzucker ein Wein hat. Also sprich, wie viel Zucker ist noch im Wein übrig, der nicht zum Alkohol vergoren wurde. Das hat nichts damit zu tun, wie man den dann tatsächlich im Mund wahrnimmt, ob er austrocknet ist, wie so ein schwerer Rotwein, der dann solch so ein pelziges Gefühl macht. Oder aber richtig knackig frisch ist. Es hat nur mit dem Zuckergehalt zu tun. Und viele Weine, gerade Weißweine, die viel Säure haben zum Beispiel, die wirken, auch wenn sie trocken sind, wirken die im Mund wirklich sehr befeuchtend, weil sie den Speichelfluss total treiben, wegen der Säure. Also das absolute Gegenteil praktisch von trocken. Sie haben halt einfach nur keinen Zucker. Also der ist auch lecker. Der Henkel? Ja. Wirklich? Ja. Das ist voll gehatet zuerst. Ja, weil Henkel, kennt ihr die Werbung von Henkel trocken? Ich denke die ganze Zeit immer an so Waschmittel, wenn Nein. ich... Nein, ja, aber Henkel... Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das früher diese Werbung mit diesem komischen, mit dieser Frau, die da irgendwie so in Unterwäsche läuft. Echt? Mit dieser, wo dann diese komische Rose wird. Nicht gesehen. Naja. Aber der ist gar nicht schlecht. Ich finde auch, den kann man machen. Also auf jeden Fall, die Werbung ist nicht von Henkel, das war von Vregenet. Okay. Ich habe mich vertan. Aber weißt du, was ich witzig finde? Hier hinten steht jetzt zum Beispiel gar nichts drauf zu dem Aroma. Auf dem teuren steht ja jetzt hier was zu dem Aroma drauf. Hier steht eigentlich gar nichts drauf. Mhm. Also, mit einzigartigem Geschmack steht drauf. Was ich da total finde zum Beispiel, zum einen, man sieht es total im Glas. Also das hier hat so, das ist so richtig wässrig. Der eine, also er schmeckt wirklich nicht schlecht, der ist schon ganz gut. Aber wenn man das so anschaut, das ist so richtig... wie Wasser eigentlich, so lauter Tropfen angesammelt im Glas. Mhm. Und der andere hier hat minimal kleine Tropfen. Also das Glas ist eigentlich sauber, das ist alles schön homogen nach unten gelaufen. Und was ich auch finde, ist, dass er hat viel feinere Perlen. Also im Mund ist ein richtig schöner, feiner Schaumteppich. Jetzt siehst du ja auch, dass hier gar nichts sprudelt. Ja, er ist so ein ultrafeiner Schaumteppich und er ist so mehr wie Mineralwasser ein bisschen. Also, ich würde sagen, finanziell lohnt sich der auf jeden Fall. Der ist auch ein super Wein, Sekt, Schaumwein. Ein super Sekt kann man auch gut trinken, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade, weiß nicht, einen besonderen Anlass hat oder so, dann würde ich jetzt nicht unbedingt 10 Euro für eine Flasche ausgeben. Wenn der aber im Angebot ist, für 7 Euro würde ich mir den schon kaufen, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, was man einfach so mal, ach komm, wir machen jetzt mal eine Flasche Sekt auf und zischen die weg, sondern wirklich, wenn man sagt, man hat Besuch oder man stoßt auf was an oder so. Der auf jeden Fall, den kann man auch mal so trinken. Ich finde ihn auch definitiv viel cremiger. Der ist viel cremiger. Er hat total ein cremiges, wie so ein bisschen, der erinnert mich auch so ein bisschen an den Panamera-Wein. Dazu ein andermal, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nee, das ist jetzt zu viel. Aber weißt du, was ich meine damit? Ja. Der hat total diese fruchtige Süße, auch ein bisschen, auch schön viel Vanille. Mhm. Also ist echt lecker. Der ist nicht so viel. Der ist eher so ein bisschen dezenter. Er ist fruchtig spritzig. Er ist cremig. Also wenn man jetzt einen Nicht-Weinkenner, Sektkenner hier hat, dann würde ich zum Beispiel, ich meine, ich weiß, das haben wir jetzt vorhin gelernt, das ist falsch, aber den würde ich jetzt zum Beispiel als trocken beschreiben und den als süßlich. Mhm. Für die quasi, wenn man keine Ahnung hat, um was es geht und eigentlich denkt, ja, wenn man jetzt denkt, trockener Wein oder trockener Sekt, würde ich sagen, ich meine, die sind beide gut, aber den hier würde ich als trocken bezeichnen und den hier eher als halbtrocken. Könnte ich jetzt nicht mitnehmen. Also ich finde die vom Süße-Level finde ich den nicht ganz gleich. Nee, ich nicht. Zum Wohl. Aber beide lecker.
Lohnt sich auf jeden Fall. Und bekommt ihr nicht nur im Rewe, sondern wahrscheinlich auch, müsst ihr mal gucken, Kaufland, Edeka, halt alle großen Supermärkte. Gönnt euch, braucht ihr nicht irgendwie mit irgendwas mixen, kann man gut auch mal so trinken. Also für alle Sekt O Liebhaber, fangt mal bitte an, einen klaren Sekt zu trinken, ohne O. Genau. Und wenn es Sekt O sein muss, dann wirklich macht den hier, weil die Cremigkeit von ihm, das passt nie wirklich. Er ist viel knackiger, fruchtiger. Ja. Oder halt dann doch für ein Sekt O lieber ein Rotkäppchen. Oder ein Rotkäppchen. Genau. In diesem Sinne, was gibst du denen? Also wir bräuchten jetzt Lauri, unsere Sektfreundin. Ja, Lauri würde beide biegen, glaube ich, obwohl sie eigentlich lieber trocken trinkt. Laura, wenn du wieder trinken darfst, komm vorbei. Dann trinken wir den mal zusammen. Ich würde sagen, der hier bekommt von mir, ich finde ihn richtig gut, der bekommt von mir eine 4,3. Echt? Ach, hör auf. Doch, und der bekommt von mir so eine 3,9, 4,0 sowas. Ich finde die beide richtig lecker. Bist du so eine Sektmaus geworden? Ich finde die beide richtig lecker. Und ich muss echt sagen, jetzt zu dem, wir hatten noch letztens ein... Das war ein Video, noch voll gehatet, gell? Henkel. Jetzt sieht die auch so aus, wie als würde es irgendwie schon bei meinem Opa seit 20 Jahren im Hang stehen. Beide jetzt, oder was? Ja, vor allem der. Der war doch Geldermann. Der Name ist schon, das ist irgendwie schon ein bisschen... Brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Aber beide lecker. Ich würde dem auf jeden Fall eine 4,3 geben, weil ich finde den richtig geil. Ich muss echt sagen, der was mich da überhaupt nicht stört, ist, dass der nicht so stark sprudelt. Das finde ich super. Und weil der einfach ähnlich vom Aroma ist wie der Panamera und ich da auch voll drauf stehe, ich finde den richtig gut. Also 4,3 Mäusepunkte und 4,9 Mäusepunkte. Ja. Also ich hab da persönlich einen anderen Anspruch, muss ich sagen, was Sekt angeht. Deswegen würde ich. Aber wir sind ja jetzt nicht bei Champagner oder Prosecco, oder? Wir sind jetzt nur bei Sekt. Ja, wir sind bei Sekt. Also ich würde sagen, in der Kategorie alleine nur Sekt, ohne Prosecco, ohne Champagner, würde ich sagen 4,3, 4,0. Wenn man jetzt natürlich einen höheren Standard setzt, dann müsste man das vielleicht nochmal ein bisschen überdenken. Aber wir haben hier einen Supermarkt Sekt und da muss ich sagen, sind beide echt zu empfehlen. Ja, also ich mache es ganz ein bisschen anders. Ich bewerte wirklich die Weine relativ ungeachtet des Preises. Also klar, wenn Wein natürlich 80 Euro kostet, dann erwarte ich viel mehr als von einem, der 10 kostet. Und dann werde ich strenger sein. Aber grundsätzlich ist für mich dann erstmal Schaumwein. Deswegen gebe ich dem Henkel 3,5 Igelpunkte und dem Geldermann gebe ich 3,8 Igelpunkte. Haben wir das auch geklärt? Waren aber noch nie so weit auseinander, glaube ich. Ja. Definitiv nicht. Wir haben auch schon ein paar Mal, wir haben auch schon Champagner zusammen getrunken, wo ich gesagt habe, geht gar nicht. Und du warst total fasziniert. Das stimmt. Also da, das stimmt. Gehen unsere Meinungen vielleicht ein bisschen auseinander. Da haben wir noch ein Stück Weges zu gehen beim Thema Schaumwein und Champagner und Sekt. Ja. In diesem Sinne, okay. Adios, amigos. Aber Freunde, gönnt euch. Auf euch, macht's gut. Ciao. Ciao.